Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Snowpiercer. Heißt das Spiel nicht, nein, es heißt Zompiercer. Angelehnt an den Film, wir sind in einem Zug, können uns was aufbauen. Die letzten Folgen haben wir schon einiges gemacht. Wir haben einen Schlüssel gefunden, mit dem wir dann in der Bahnstation hier den Strom anschalten können, damit wir endlich tanken können. Und den lassen wir jetzt erstmal hier. Und ich lasse auch erstmal Kartoffeln und ein bisschen Verband hier. Das ist ja Quatsch, den brauchen wir ja nicht komplett mitnehmen. Da lang... Vier Stück lang, auch im Inventar. Ne? So. Sachen, die hier oben in dem Gürtel liegen, verbrauchen kein Gewicht. Damit könnte man sich so ein bisschen was ersparen, aber im Moment geht das ja. Das geht. So, wir laufen los. Und gucken nochmal, was hier oben so rumliegt. Das haben wir alles noch nicht gelootet hier. Ist ja noch richtig was los. In der Nacht war das natürlich ein ganz schönes Hin und Her, hier durchzukommen durch das Labyrinth. Oh Gott. Wir müssen weg. Wir müssen weg. Die stinkt. Du stinkst, geh weg. Wo ist sie hin? Ich sehe sie nicht. Wo ist sie hin? Da. Ach, komm her. Und es hat Boom gemacht. So, wir haben aufgeräumt. Jetzt gehen wir nochmal da hoch. Oh Gott, das sind schneller. Alles klar. So, wir rennen mal hier hoch. Denn oben gab es ja noch eine... ich muss mal hier ein bisschen Weg freiräumen, dass wir nicht zurückrennen. Da gab es ja noch Häuser oben auf dem Berg. Oh Gott. Bisschen mehr Abstand. Und dich habe ich angefangen, dich mache ich auch zu Ende. Das sind halt ganz schöne Strecken, die man hier zurücklegt, ne? Auch gerade die Ausdauer. Also ich denke mal, Ausdauer wäre schon nicht so schlecht. Da liegt noch der Dicke auf der Straße. Na komm. Und wo war denn das? Das war hier oben rechts, ne? Wenn wir hier oben rechts abgebogen sind, ging das hoch zu den Häusern. Was haben wir denn? Meine Casio Watch sagt 10.25 Uhr. Gut, dann müssen wir jetzt hier rechts statt links. Da oben, da sind nämlich noch Häuser, habe ich gesehen, aus der Entfernung von oben, von den Häusern aus. Sag mal, kann ich mir jetzt nicht hier so einen Energy-Drink reinhauen und dann... Ja, jetzt sieht man nämlich oben, da sieht man diesen Arm, sieht man blinken. Das hätte ich mir mal vorher reinziehen sollen, dann sprintet man nämlich schneller. Beziehungsweise die Ausdauer wird schneller aufgebaut. Lieber mal die Waffe in die Hand. Wer weiß, was hier... Ja, ich hab's doch gewusst. Der Berserker hier. Nachladen. Komm. Da legt er sich schlafen. Glückgestüng nur. Noch eine in der Art. Das wäre mal fast gewesen. Die looten wir mal schnell. Den lassen wir mal links stehen. Hallo? Okay, solange mir kein Dicker oder Schneller zu mir entgegenkommt, ist mir das wurscht. Oh Mann. Ja, Wolsen. So, noch ein bisschen Metall und Holz. Die Kartoffeln können wir auch anpflanzen. Mir eingefallen. Haben wir gerade in der Aufnahmepause drüber gesprochen. Da könnten wir mal so einen Pflanz
Bottich anlegen. Jetzt habe ich so ein bisschen... Ah, ich hätte ja Bock, den da über die Klippe wegzuklatschen, aber das, leider gibt es keinen Knockback hier im Spiel. Hallo? Niemand. Das ist die Gelegenheit, sich in Wasser reinzuziehen. 30, das können wir noch direkt 2 reinziehen. Oh, ich höre ihn laufen hinter mir. Oh, Baby. Neue Waffe. Haben wir Schrotzenmunition dabei? Bin ich ja mal gespannt. Hier mal in die Hocke gehen. Also wenn ich das Ding abfeuere, wird es wahrscheinlich laut. Oh. Okay, Knockback gibt es nicht von den Waffen. Aber effektiv. Oh, fuck. Aua. Oh, fuck. Was ist denn hier los? Wieso lädt er nicht nach? Der hat nicht automatisch nachgeladen. Was ist das denn für ein blödes Ding? Hä, was ist denn mit dem los? Wieso ist denn der so bulletproof? Hä? Hä, der hat keine Kollisionsabfrage anscheinend. Okay, wir haben... Puh, was war denn das? Das ist ja der x-te Schlag durch den Körper durchgegangen. Okay, ich will auf jeden Fall Ausdauer. Ausdauer ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, Körpertreffer sind besser. Kopftreffen ist nicht so der heiße Scheiß. Hm, da gehe ich mal lieber nicht vorbei. Wenn hier ein Zaun gesetzt ist, hat das bestimmt seine Gründe. So, ich ziehe mir wieder so einen Energy-Drink rein. Was zu essen. Große Bohnen können wir uns auf jeden Fall reinkloppen. So. Weiter geht's. Wie kommen wir denn da hoch? Müssen wir hier außen rum? Okay. So, aber die Munition brauchen wir nicht verschwenden. Ups. Vielleicht doch. Hä, was ist denn das? Hä? Okay, da stimmt irgendwas nicht. Ich treffe die Körper nicht, die Köpfe nicht mehr. Okay. Ich treffe die Köpfe nicht mehr. Was ist denn das? Irgendwas kaputt gegangen mit der Hitbox? Oder bin ich betrunken? So viel Energy Drinks. Okay, komm, wir haben noch ein paar Schuss mit der Schrotze. Das ist ein schneller. Da werden wir hier. Da geht's noch. Hm. Komisch. Ja, Körpertreffer sind mit der Schrotze auf jeden Fall richtig gut. Oh, du bist ja ein bisschen stabiler, wa? Oh, der pinkt aber auch richtig. Was machen wir jetzt? Alter, was ist denn mit dem los? Okay. Hä, warte mal, gut, ich habe eine Idee. Okay. Kann ich deinen Helm haben? Brauchst du ihn ja nicht mehr. Da liegt noch das Gebiss.
Und der Arm kippt um. Okay. Ich glaube, man musste auf das Gesicht zielen, damit man ihn trifft. Also ich glaube, das war wirklich einfach nur der Headshot. Weil davor hat man auch immer dieses Ping gehört von den abprallenden Kugeln. Da muss man wahrscheinlich jetzt auf... Guten Tag. Oh, hier läuft jemand. Aber was ein fieses Teil, oder? Der Zombie. Hallo, guten Tag. Gut. Dann raus hier. Hatte ich was übersehen? Nee, die Küche ist komplett, der Kühlschrank. Na, hier, die Tür habe ich noch nicht. Ein Bad. Na super. Nichts. Gut. Hier runterspringen ist wahrscheinlich jetzt keine Option, gehe ich mal fest davon aus. Gibt es denn Fallschaden? Okay, geht auch so. Ich gehe mal davon aus, dass es auf der Strecke auch noch... Jetzt ruckelt es aber. Dass es auf der Strecke auch noch Händler geben muss, weil... Was machen wir mit der Kohle? Hier, mit den Dollars. Mit der Cash. Hat übrigens kein Gewicht, sehe ich gerade. So, wir hauen uns einen Energy-Drink rein und dann können wir da relativ zügig nach unten schleiden. So, die Kisten hatten wir, glaube ich, soweit. Da ist ja eh nur Holz und Metall drin. Leichen pflastern seinen Weg. Liegen überall die Brocken rum. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch den Bereich vor dem Bahnhof looten. Also sprich diese... Haben die Kisten hier alle schon? Ich weiß es nicht. Diese ganzen Autos und so weiter, weil da werden wir auch ordentlich Elektronikteile noch bekommen, die wir hier gebrauchen können zum Craften. Was ist denn los? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel sich gerade überschlägt. Moin. Zwei noch. Na. Ich glaube, das ist die Weitsicht hier im Spiel. Das ist das, warum das alles so ein bisschen unperformant läuft. Oh, sorry. Ja, ist die Frage, inwieweit wir jetzt hier die Autos durchlooten. Oh, es langt auch ein Schuss, wenn man nah genug dran ist. Ist der Kofferraum mehr zerstört? Das wird wohl kaum gehen. Da ist er auch zerstört. Das liegt auf dem Dach. Das ist offen. Ich glaube, wir sind hier doch relativ... Oh. Da ist wieder so eine Spuckerin. Ah, fuck.
Nicht spucken. Oh, nicht spucken. Ach Gott, ich wollte nicht. Hör auf zu spucken. Mist. Ja. Ah, man kann auf die gelben Dinger am Rücken schießen. Was ist denn mit der los? Jetzt ist mir auch egal. Warum nicht, dass ich hier nochmal zurücklaufe? Oh, die läuft aber zu mir zurück. Jungs und Mädels. Mann, ich sehe doch nichts. Wie? Ich dachte, ich hätte keine Munition mehr. Was ist denn das? Wieso sind die so stabil? Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Heilung. Jetzt bin ich auf jeden Fall nicht reingelatscht. Gib mir echt voll auf den Senkel. Jetzt stirb doch mal. Was ist denn das? Ich habe das Gefühl, dass die Zombies stärker werden, oder was ist das hier? Gibt's nicht. Ja, lass mich in Ruhe. Also wie viel? Ich habe jetzt in die schon so viel Munition investiert. Oh, Sprit. Was machen wir jetzt? Hier ist noch Sprit drin, den hätte ich gerne. Okay, sie kommt wieder. Ich brauche den Sprit. Okay, das ist das dunkle Auto gewesen. Wie kommen wir hier raus? Scheiße, wie kommen wir hier raus? Geh weg, spuck hier rum. Ah, hier geht's rein. Ah, sehr gut. Okay, den Sprit müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Der ist wichtig. Ich meine, auch wenn wir hier wahrscheinlich jetzt voll tanken können. Ja, wir hätten dann so ein Fass locken können. Das wäre eine Möglichkeit geworden. Okay. Wir haben eigentlich keine unnötige... Ein Pflaster. Okay. Dann hole ich jetzt noch den einen Kanister. Dass die nicht kaputt geht, ist ja echt nervig. Da läuft sie rum. Die Schnalle. Oh. Kommt ihr her? Ah, sie liegt da. Nice. Mensch, du bist auch zäh gewesen. Blödes Stück. Kommen wir hier durch? Nee. Die war echt sehr stabil. Und ich denke mal, ich werde den Kanister aufheben, dass wir uns den aufheben, falls wir irgendwo keinen Sprit haben oder sowas. Und lieber jetzt auftanken dann mit der Zapfsäule.
Ja, die meisten Autos sind ja zerstört, deswegen kann man ja auch nicht mehr viel looten. Doch, da ist noch was. Noch ein Kanister. Nice. Richtig gut. Den Bus, kann man den looten? Nö. Nö, nö. Der geht auch nicht. Der würde gehen. Sind sie aber nur Autos, oder? So, ich mache jetzt zum Ende der Folge, löse ich den Alarm aus. Beziehungsweise tanken auf. So, wo ist der Raum? Achso, brauche ich erstmal den Schlüssel. Oder als Cliffhanger für die nächste Folge. Ihr werdet mich hassen. Ihr werdet mich hassen. So, dann wissen wir, was wir nächste Folge zu tun haben, ne? Da werden wir nächste Folge wissen, was wir zu tun haben. Wir werden auftanken und gucken, was hier passiert. Es wird jetzt sowieso Nacht. Wir haben 17.46 Uhr. In diesem Spiel geht sehr früh das Licht aus. Und die Zombies wollen mich. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und dann werden wir gucken, was passiert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.